Halloween. Ja, wir machen Eier. Spinneneier. Ja, mit Spinne drauf und Spinne außenrum. Naja, und Wasabi drin. Oh Gott. genau. Und gruselig. Stell dir gruselig vor. Aber Low Carb. Ja. Wir machen Eier. Ja, wir machen naja, so eine Art Deviled Eggs, nur mit Wasabi und gefärbt und schön gruselig und so vielleicht. Mal Ja, so gucken. für Halloween. Und zwar, wir brauchen hartgekochte Eier. Wir machen das jetzt mal mit 5 Stück. Die sind schon hart gekocht. Genau. So 40, 45 Gramm Butter, Wasabi-Paste, vermutlich die ganze Tube. Mal gucken. Wow, okay. Dann brauchen wir ein paar Oliven, dann machen wir später Spinnen draus. Genau. Und das hier haben wir schon mal vorbereitet, weil wir haben die Eier an sich auch schon mal vorbereitet. Genau, Und das zwar sind. ist das, sind das 200 Gramm Heidelbeeren in tiefgefroren mit 100 Milliliter Wasser einmal aufgekocht und dann mit dem Pürierstab verquirlt. Das haben wir dir jetzt vorenthalten, weil wir trauen dir zu, dass du das kannst. Genau. Und dann kommen nämlich die Eier dann da rein. Und wenn man die wieder rausnimmt, nach über Nacht, deswegen haben wir das vorbereitet, dann sehen die ungefähr so aus. Ja, und damit die so aussehen, dann fange ich heute mal, ohne irgendwie da was wegzuräumen, mal an. Genau. Das ist noch heiß. Die Eier dürfen auch noch heiß sein. Und dann nimmst du dir einfach die gekochten Eier und klöpfelst die einmal so ein, damit wir eben Ornamentierung. diese Spinnenwebding. Genau, je nachdem, wie viel das du haben willst, musst du die einhauen. Die sind nur bei uns im Eierkocher unten angedotzt, deswegen sind die hier so braun. So, und dann legst du die einfach in diese Heidelbeermischung rein und lässt die mindestens 4 Stunden, am besten über Nacht, im Kühlschrank einmal. Nachdem es abgekühlt ist. Danke. Ja, genau, damit die halt richtig schön durchziehen. Mit Schale sieht das Ganze so aus. Ich finde das geil. Blau, blau halt. Ein bisschen. Guck. Ja. Und wenn man die geschält hat, ich zeig's nochmal, dann sieht das ungefähr so aus. Ja. Je nachdem, wie viele Crackles man da reingemacht hat. Also wie gesagt, 200 Gramm Heidelbeeren in tiefgefroren oder auch in frisch geht auch. Genau. Und 100 Milliliter Wasser aufkochen, pürieren. Fertig. Fertig. Und die Eier da haben wir im Eierkocher halt auf tatsächlich ganz hart kochen lassen. Und so geht das jetzt ab in den Kühlschrank, nachdem es abgekühlt ist. Genau, ich stelle es mal zur Seite, weil Ja, jetzt kommen bitte. nämlich unsere Vorbereiteten. Und dann hofft man natürlich, dass das funktioniert hat. Ja, sieht gut aus. So, und das ist eins, da habe ich oben gar nicht geklöpfelt und habe nur unten geklöpfelt und dann sieht das so aus. Ich finde, das ist genial. So, und jetzt So. müssen wir die in der Mitte aufschneiden, ne? Genau. Und Dann schneiden wir die jetzt einmal mittig auf. genau, längs mittig. Boah, die sind auch innen drin dunkel geworden. Cool. Und jetzt nehmen wir das Eigelb raus. Und zwar so, dass das Eiweiß nicht beschädigt wird. Das soll nicht aufreißen oder irgendwas. Ja, aber wir machen im Prinzip so Party-Eier, nur halt etwas anders. Ist auch nicht schwierig, das kriegt jeder hin. So, dann kann ich im Prinzip schon mal zeigen, was wir mit den Oliven vorhaben. Und zwar aus denen machen wir Spinnen als Deko. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, kann man das überhaupt irgendwo erkennen? Ich versuch's mal. Du halbierst eine Olive. So, eine ist der Körper, die tun wir dann hinterher oben so draufsetzen. Und die andere schneiden wir in 8 Beinchen. Genau. Und zwar schneidet man da einfach was. Ich bin gerade am Überlegen. Doch, Spinnen haben 8 Beine, Insekten haben 6 Beine. So rum war es. Ja, ich habe das vorher extra gegoogelt. Ja, Die hat auch 8. genau. Und es Der piepst. Ofen piept, ich bin gleich wieder da. Schau, die haben dann so lange Beine. Und wie macht man die zusammen? Gar nicht, die klebt man dann da fest. Klingt labil. Für die Füllung nehmen wir jetzt natürlich das Eigelb, das hartgekochte. Und ich habe dafür plädiert, eine ganze Tube Wasabi zu nehmen. Eine ganze Tube sind bloß 40 Gramm, keine Angst. Sie wird vielleicht fluchen, aber so scharf ist der hier nicht. Aber Wasabi ist eine Schärfe, die geht, weil die vergeht auch schnell wieder. Ja, es ist halt keine Capsaicinschärfe, sondern Meerrettichschärfe. Senföle. Ist natürlich auch zum Färben gedacht. Wir haben jetzt die hier von Bamboo Garden. Ist natürlich keine echte Wasabi-Paste, weil echte Wasabi-Paste ist doch relativ teuer und für so ein Party-Gag muss das dann auch nicht sein. Aber die Inhaltsstoffe passen. Natürlich immer Spuren von dies, Spuren von das, aber. Das ist kein Product Placement. Nö. Sonst heißt es wieder Schleichwerbung. Ja. Nein, ich habe die ganz normal im Edeka gekauft für den vollen Preis. 2 Euro. Genau, und die Butter kommt hier auch mit rein. Die steht schon eine Weile draußen, da habe ich darauf geachtet, dass die wirklich auch zimmerwarm und schön weich ist, damit die sich jetzt gut pürieren lässt. Und ich habe zur Sicherheit sogar noch Olivenöl mitgebracht, falls das Ganze nicht spritzbeutelfähig sein sollte, wenn ich fertig bin, was sein kann. Ja, ich beschließe, wir brauchen ein bisschen Öl. Wenn du willst, kannst du natürlich anstatt dem Öl auch eine Avocado nehmen.
Wird auch gehen. Das bappt wie Hölle. Und damit es einfacher wird, tue ich das jetzt da rein. Genau, also ich habe jetzt einen Spritzbeutel mit so einer Tülle unten. Das ist so eine. Ich habe eine Sterntülle halt. Eine große. Sie will nicht scharf werden. Das ist halt eine, ja, so fast groß. Wir haben keine. Ich brauche mal eine große Sterntülle. Kauf dir. Und dann tun wir da jetzt einfach die Masse da in. Also du kannst auch, wenn du jetzt nicht Spritzbeutel begabt bist oder so, das Ganze auch mit dem Löffel da drauf tun. Aber mit dem Spritzbeutel sieht es am Ende einfach hoffentlich schöner aus. So, und dann füllt man das da einfach rein. Nicht wundern, wenn da jetzt nur 8 liegen statt 10, weil wir hatten ja 5 Eier gemacht. Die anderen beiden liegen auf der Seite, weil wir brauchen dann noch welche fürs Foto. Also eins. Naja, das machen wir ja jetzt auch. Achso, und das klebst du dann damit zusammen. Genau, das kriegt jetzt natürlich auch seine Füllung. Und dann tupfe ich da so ein bisschen drauf. Entschuldigung, ich glaube, du hast uns gerade nicht gesehen, weil irgendwie hat der Geist von Halloween vergessen, die Kamera einzuschalten. Ich glaube, er hat sie absichtlich ausgeschalten, die hier. Hast du das? Weil die hier geht ja. Ja, ja, nur wir waren kurz weg. Sorry. Und die hier geht auch. Und dann platzieren wir dieses eine Ei da in der Mitte, in der Hoffnung, dass es zusammenhält. Und dann kommen unsere... Was? Ich habe noch eine Halloween-Idee. Ah, ich habe noch ein bisschen Schau. Du hast noch eine Idee. Ja. Warum? Soll ich mal zeigen? Ja, ich ahne Schlimmes. Oh, ne! Was macht mit der übrigen Füllung? Es ist nur ein kleines bisschen Cayennepfeffer. Ah. Später. So, und dann nimmst du dir jetzt einmal so ein Spinnchen und die Beinchen dazu. So, und dann tut man da einfach die Beinchen außen dran dekorieren. Also die stecken quasi in der... Ja, genau. Aha, okay. Das ist ja eklig. Wichtig ist nur, dass du da dünne Scheibchen schneidest, sonst reicht es nämlich nicht für 8 Beinchen. Aber die sind zumindest essbar. Ja. Blah. Genau. Und dann machen wir die restlichen auch noch. Ich will auch eins probieren. Ich habe nämlich was anderes. Hast du eine umgefallene? Ja. Ah. Guck. Cool. Achso, ich habe nur 5 Spinnen. Ja, passt ja. Dann sind ein paar ohne und ein paar mit. Genau. Weil ich habe an 5 Eier gedacht. Das ist völlig IO. So, wir dekorieren es fertig und dann sehen wir uns gleich auf der Endcard. Ja, mal probieren. Nimmst du die mit deiner umgefallenen Spinne? Ich finde das voll süß. Hattest du eine gute Idee? Gell, meine liegt auf dem Rücken. Ja. Was ich vergessen habe vorher, wenn du einen einfachen, schnellen Einstieg in Low Carb suchst, schau mal unten in der Infobox, da ist ein Link zu unserem Buch, das wir geschrieben haben. Das ist ein PDF mit 60 Tage Schnellstartanleitung und 10 einfachen Regeln. Genau. Oder über dem i. Oder über mich. Und wenn du sonstige Anmerkungen hast oder irgendwelche Wünsche oder sowas, unten in die Kommentare rein. Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen und das Rezept in Textform gibt's im Blog. Und der Link zum Blog ist in der Infobox. Ich kann mal probieren. Genau. Geil. Also ist ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich. Mach das nach. Ich finde den Aufwand jetzt nicht so schlimm. Mach das nach für nächste Woche. Genau. Und wir gehen jetzt das Essen. Und einen Tisch reservieren, weil wir haben an Halloween nämlich Hochzeitstag. Genau, einen von beiden. Einen von beiden. Bis dann. Tschüss.